So, da geht's weiter. Guten Tag. Nach der epischen Schlacht auf den Pelennor-Feldern, wie man hier sieht, vor den Toren von Minas Tirith. Jetzt müssen wir gucken, welches Level als nächstes dran ist. Also bei mir da kann man deutlich weiter, als müssen wir hier weitermachen. Hast du das etwa gesehen? Das habe ich gesehen. Ich kann es auch nochmal zeigen, wenn du mir nicht glaubst. Ja. Ja. Ich wechsle schon mal auf Legolas, weil den brauchen wir jetzt gerade. Leckles Legolas. Da. Komme ich nicht durch. Okay. Ich kann es hier nochmal demonstrieren. Nee, ich hab's ja. Ja, okay, komm. Demonstriert. Ach, du spielst gerade an. Natürlich. Warum trinkt Legolas gerade? Der ist ein Elb, der sollte schwimmen können. Oder? Also nicht Elb, nix. Dann machen wir uns auf den Weg zum schwarzen Tor. Wo wir ein schwarzes Tor sehen. Oh, ein schwarzes Tor. Ach, ich hasse ausgeliert. Heißt das auf Englisch eigentlich Black Gate? Ja, aber damit ist nicht das von Batman gemeint. Nicht? Wer weiß? So. Der epische Ritt, wo wir alles an Umgebung kaputt machen. Ja. Bam. Das Schwimmen muss einfach nur drüber reiten mit den Pferden. Ich scheiß auf Mittelerde. Ich scheiß auf eure. Wie ging es nochmal bei Ritter der Kokosnuss? Ich scheiß auf eure Königin. Ich scheiß auf eure runde Tafel. Na, guck mal, ein Haradrim. Na, komm, kaufen wir den mal. Ein Haradrim. Was hat er noch gesagt? Oh, der Franzose war der Beste. Ja. Ich scheiß auf eure runde Tafel. God save the Queen. Ach ja. Müssen wir hier, wo müssen wir hin? Wo bist du? Ich folge einfach den blauen Münzen. Ach da. Das ist aber ein komischer Weg. Ja, überhaupt, warte mal. Führt er uns überhaupt richtig? Ja, ja, das ist das nächste Level. Auf zum Tor. Wir haben halt eine Reise vor uns, eine etwas längere. Ja. Toll. Also mit den Pferden ist schlecht rüberspringen. Balancieren, da kannst du, das haben wir auch eben gemacht. Gut. Auch mit den Pferden? Ja. Die Pferde balancieren darüber? Ja. Also bei mir zumindest. Ich konnte darüber. Auf jeden Fall kommt man jetzt hier eh nicht mehr mit Pferd weiter. Ah, tatsächlich. Das ist ja epic. Muss ich mein Pferd zurücklassen? Macht doch nichts. Dafür sitze ich jetzt drauf. Toll. Nein, ich komme mit. Auf, auf. Und davon. Zu neuen Abenteuern. Ja. Da, ich sehe schon die Türme vom Schwarzen Tor. Ich auch. Wir sind fast da. Wie den Für den letzten Verzweiflung. Ja, warum stehen schon alle da? Wie die Gandalf auch so über die über den Sumpf hüpft. Das sieht bestimmt lustig aus. Hätte er es wirklich gemacht. So, geh ich ins Level. Warte, mach ich erstmal. Okay. Schon gut. Sorry, war ich zu nah dran. Der Herr des Schwarzen Landes soll heraustreten! Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, sage ich, haltet stand! Ja, auch so eine verdammt epische Szene im Film. Für Frodo. Das ist die, wo ich grundsätzlich immer Gänsehaut kriege. Also ich krieg auf jeden Fall immer grundsätzlich Gänsehaut bei der Szene, bei der auf den Pelennor-Feldern. Ja, dabei, wenn Steine plötzlich auf dem Boden erscheinen. Und ich noch, wenn der Gandalf dem Pippin da von dem Tod erzählt. Ach so, und im Hintergrund Into the West läuft. Ach ja. Und natürlich Pippins Lied. Und das ist der Grund, warum ich nicht nachvollziehen kann, wenn Leute sagen, Herr der Ringe ist voll langweilig. Langweilig, ey. Ist mir zu lang. Ja. Könnte ich Leute direkt so, Bitch. Bitch, aber Serien gucken mit 120 Folgen, ne? Ja.
Ist auch wieder, als hier Smokes Einöde im Kino war. Die ersten Kommentare so, ja, geiler Film, war aber mal wieder eine Stunde zu lang. Eine Stunde zu lang, das ist so ein Schwachsinn, ey. Solche Filme müssen so lang sein. Ja. Aber. Du solltest es auch ausweichen. Hatte ich vor, aber war zu langsam. Was jetzt? Ah, wir kriegen neue Steine. Aber am besten die, die sich dann beschweren, weil das zu lang wäre, das sind dann wahrscheinlich die, die den ganzen Tag How I Met Your Mother oder Big Bang Theory gucken, wo jede Folge das gleiche passiert, das total langweilig ist. Oder noch schlimmer, mitten im Leben. Boah, das ist ganz schlimm. Wer das guckt und sich dann über Herr der Ringe beschwert hat, da ist das Niveau aber schon ganz flöten gegangen. Was vergleichen wir sowas eigentlich mit Herr der Ringe? Weiß ich nicht. Das sind ganz andere Dimensionen. Aber ich stell. Ich stell. Oh. Mitten im Leben in Mittelerde wäre auch witzig. Ich hasse die, Trolle mit ihrem Kumpel. Ich hasse das, wenn die immer hier diese blöden Schläge machen mit ihrer Keule und dann diese Risse im Boden entstehen. Das ist furchtbar. Ja. Oh. Wieso spiele ich eigentlich Gimli? Ja, weiß ich nicht. Ich komme nicht dazu zu wechseln. Ah, guck mal, Items für mich. Beziehungsweise Gegenstände. Schön. Sachen, die ich kaputt machen darf. Legolas! Hui! Ach, an das Level erinnere ich mich, da alle Minikits zu sammeln. Ja, ich mich auch. Das war jetzt nicht. Ich weiß. Vor allem da hinten, da sind diese. Trolle? Da. Da konnte man irgendwas abschießen. Da! Ja, mach. Aber was hat das jetzt gemacht dran? Eins von fünf stand da. Jetzt bin ich tot. Ach egal, ich schaff das. Ich kann halt nicht. Die blaue Münze! Die blaue Münze! Ich hab sie. Ich hab sie. So, jetzt du Troll. Jetzt hau auch mal hier drauf. Gut. So bin ich. Auch überhaupt nicht eingebildet. Nee, bin ich viel zu cool für, um eingebildet zu sein. Die Nazgul schon wieder. Wir hatten in dem letzten hochgeladenen Lego Star Wars Part, der wahrscheinlich schon Jahre her ist, wenn das hier hochgeladen ist, ja. Da hatten wir uns einmal gefragt, wie die Wookiee-Geräusche gemacht werden. Ja. Da habe ich eine Antwort zu bekommen. Ich weiß. Was waren das nochmal? Elefanten und noch irgendwas, Bären. Ne? Bären, Elefanten und Bären, genau. Du musst schießen. Woraus wurden nochmal Nazgul-Geräusche? Nazgul wurden, glaube ich, aus so. Esel und den Schrei von Peter Jacksons Frau. Oh Gott. Nee, warte, Quatsch. Wir müssen das jetzt unterteilen. Die Nazgul-Schreie, also diese hohen Schreie, das ist Peter Jacksons Frau mit irgendwas anderem gemischt. Aber die Fellbestien, das sind die Viecher, worauf die reiten, die wurden von Eselschreien gemacht. Weil Esel machen nicht nur dieses typische, sondern die können auch so einen richtig langen schreien. Es gab mal irgendein Geräusch von irgendeinem Vieh in Star Wars, was ich richtig geil fand. Ich glaube, das war beim zweiten Star Wars. War ganz. Vielleicht von diesem Spinnenvieh? Ich glaube schon. Das hat sich voll cool angehört. Das macht immer so Geräusche. Ja, genau. So. Ich kann sie nicht nachmachen. Ich auch nicht. Aber das war cool. Ja. Oh, guck mal, der Troll hat Schulterblatt mit auffälligen Symbolen drauf. Was könnte man da wohl machen? Ich habe keine Ahnung. Sag du es mir. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich müssen wir erstmal was vorher erledigen, bevor wir da. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, warum der Typ von Blau und Schlau aufgehört hat. Ich weiß nicht, ob ich drauf komme, aber weißt du warum? Warum? Weil der zu schnell Haarausfall hatte und meinte, dass das passt für eine Kindersendung nicht gut oder so. Ganz, ganz komischer Grund. Ja, der wollte nur nicht sagen, dass er keinen Bock mehr auf den Scheiß hat. Ja. Und da gab es dann so viele Gerüchte, wie dass der tot ist und keine Ahnung, dass der drogensüchtig ist. Warte, ich mach das kurz hier. Dabei hat er jetzt in ganz vielen neuen Sachen mitgespielt. Er ist ein Schauspieler, erzählt sich. Hat er sie über gemacht? Ja, von Blau und Schlau. Au. Da, bam. Los, ich hau ihn, du musst ihn gleich abschießen. Oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich kann nichts schießen hier. Kann ich nicht, musst du hauen. Achso, ich kann ihn steuern. Aha. Das sollte man auch erstmal wissen. Okay, das kann ich bestimmt nicht kaputt machen. Was soll ich denn dann damit? Jetzt, Legolas! Ja! Meine Güte! Sehr gut.
ein sehr, das Original getreut? Eine sehr authentische Nachbildung des Nazgul-Schreis. Ich kann auch Buckel wählen. Okay, das muss auch wieder Legolas erledigen. Was kann ich hier eigentlich machen? Ach, können wir nicht tauschen? Ich will nicht so viel Verantwortung. Ja, dann gib mir Legolas. Nee. Ach, du wolltest doch gerade tauschen. Dann schieß auf. Schieß! Schieß! Er macht ja nichts. Ich hab doch gerade gedrückt, er soll schießen. Ja, du schießt auf die Gegner. Du musst hier drauf schießen. Arschloch, Legolas. Jetzt zu spät. Es ist nichts zu spät, mein junger Padawan. Das ist falsch Spiel. Ach so. Das haben wir schon hinter uns. Sag bloß Star Wars und Herr der Ringe ist was anderes. Ja. Zwei der tollsten Film-Franchises. Jetzt schieß, Legolas! Töte ihn! Sehr gut. Hm, wie können wir den wohl besiegen? Tja. Das sieht aber cool aus. Okay. Da kommt der ein Troll. Mit der glänzenden Rüstung. Das ist wohl mal mein Fall, was? Hm. Hallo. Au. Oh. Das ist mein Fall. Ah. Okay, wie mache ich das denn? Hauen. Nee. Geht nicht, der packt mich ja immer und wirft mich auf den Boden. Vielleicht muss er irgendwie, weiß nicht, stecken bleiben mit der Keule. Keine Ahnung. Au. Jetzt. Toll. Na los! Ja, bin da dabei. Bam! Na, was davon? Bring es zu Ende, Aragorn! Das ist ja auch, im Film kämpft Aragorn ja auch mit einem Troll. Am Schwarzen Tor. Was zuerst übrigens Sauron sein sollte. Stimmt, deswegen, da war so ein weißer Schein und alles, ne? Ja. Ja, die wollten irgendwie Aragorn noch einen coolen Auftritt spielen. Die haben gedacht, hey, lass mich noch gegen Sauron kämpfen. Aber das wäre natürlich sehr unlogisch gewesen. Ja. Sie haben es halt so irgendwie versucht darzustellen, dass er erstmal als weiße Lichtfigur erscheint und sich dann in Sauron verwandelt und dass Sauron für kurze Zeit seine Seele manifestieren kann oder irgendwie so. Ja, wäre aber doof. Ja, dann haben sie gedacht, nee, komm, lassen wir, aber wir haben jetzt schon die Aufnahmen mit dem Kampf. Was machen wir denn da? Ja, dann haben sie halt einen Troll eingefügt. Ja, warum nicht, ne? Ja. Komm schon, ich komme ja auch ohne Gollums Hilfe hoch. Das glaube ich. Ey, da wirft jemand mit Geröll. Ist das He-Man? He-Man. Ich mache gerade wichtige Arbeit. Ja, du springst rum. Ich springe rum, um ein Minikit zu kriegen. Oh, jetzt bin ich hier. Toll. Ja, weil das eh keinen Sinn hatte. Doch, das hat einen Sinn. Alles hat einen Sinn. Da, Legolas, deine... Ich bin ja schon dabei. Aufgabe. Aua. La 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 la. Mach schon, schneller. Och. Und sagt, er baut hier so gemächlich. Ja, ich bleib mal. Ein simpler Ork hat Aragorn getötet. Das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Wäre Herr der Ringe Game of Thrones gewesen, wäre Aragorn tot. Ich glaube, du musst auf die Kette laufen. Hui! Und schon wieder ein Level abgeschlossen. Das schwarze Tor. Nee, wir kommen aber gut voran. Ja, und ich glaube, jetzt kommt nur noch eins, oder? Es müsste jetzt nur noch das große Finale kommen. Würde ich auch sagen, ja. Denke ich mal. Und haben wir eigentlich Medikits? Ich will immer noch Medikits sagen. Medikits? Haben wir Minikits eigentlich gesammelt?
Ja, nee, anscheinend nicht. Wow. Waren wir echt fleißig. Ja. Aber ja, aber das ist wieder ein guter Zeitpunkt, um den Teil zu beenden. Deswegen würde ich sagen, war's das. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht bis zum letzten Mal. Wer weiß. Bis dann. Tschüss.